Grüezi miteinander, herzlich willkommen zu Reinis Zeitgedanken. Wir sind am Montag angekommen, eine neue Woche hat begonnen, der 30. Oktober 2023. Und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben zu Reinis Zeitgedanken. Wir wollen wieder Losung und Lehrtext miteinander bewegen. Was mag die Woche bringen? Was mag die Zeit, die vor uns liegt, bringen? Viele sind besorgt. Viele sind unruhig und viele wissen nicht, was auf uns zukommt. Deshalb die Texte jeden Tag, dass sie uns beruhigen, aber auch realistisch in die Dinge sehen lassen. Schauen wir in beide Texte rein, die uns heute mit auf den Weg gegeben sind. Im Hintergrund sehen wir, es ist Herbst geworden, auch bei uns. Wir sehen natürlich schon Schnee oben am Sentis und unterhalb der Berge eine wundervolle Laubfärbung. Aber nun zu den Texten. Da heißt es im Alten Testament beim Propheten Jesaja: Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Erfolg der Gerechtigkeit und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für immer. Der Kontext ist ein ganz besonderer. Hier wird gegen die sorglosen, man könnte fast sagen arroganten Frauen gesprochen. Denn der Angriff der Assyrer steht kurz bevor, es wird eine Riesenkatastrophe geben und an diese Warnung hat man dann Worte des Friedens angehangen. Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für immer. Der Prophet Jesaja weist auf die Katastrophe nicht nur hin, sondern er weist dann letztlich auf die Zeit danach hin. Und das ist ein ganz wichtiger Text auch für uns, dass wir vielleicht so wie diese arroganten Frauen so sorglos waren in einer ganz, ganz verrückten Zeit, wo fast dann der Angriff einer Großmacht vor der Haustür stand, dass der Prophet sagt, seid wachsam, seid vorsichtig, es wird ganz, ganz schlimm. Und ich finde es schön, dass man an diesen Text dann von Jesaja noch einen anderen Text gehangen hat, nämlich einen der Zuversicht und der Hoffnung. Ja, nach jeder Katastrophe wird Gott wieder das Licht scheinen lassen, wird er eine Friedenszeit aufrichten und hier sogar wird von einer Zeit gesprochen und deshalb können wir fast eine, man könnte es so formulieren, Visionen in diesen Worten sehen. Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für immer. Es ist also die Frage, ob diese Worte direkt auf unsere Zeit hier auf der Erde geschrieben worden sind oder ob sie sogar weit, weit darüber hinausweisen. Aber ich finde es schön, dass es so schön zusammenpasst, dass eben nach der Katastrophe immer auch eine Zeit kommt, die dann wieder zum Durchatmen ist und Gott schafft dann den Menschen doch wieder Frieden. Wenn ihr wisst, dass Jesus Christus gerecht ist, so erkennt ihr, wer die Gerechtigkeit tut, der ist von ihm geboren. Und auch hier der Kontext eine Katastrophe. Hier ist nämlich die Rede vom Antichrist, der mit Lüge, mit Propaganda, mit unglaublicher Vernichtung auf dieser Welt unterwegs ist, der sogar Jesus Christus leugnet und nichts von ihm wissen möchte. Und jetzt, spätestens jetzt, merken wir, wie aktuell beide Texte sind. Denn der zweite Text, wenn hier die Rede vom Antichristen ist, der Jesus Christus leugnet, dann denken wir an unsere Zeit, an jene, die den Glauben, die Kirche, aber auch Jesus Christus abschaffen wollen. Sind wir in einer solchen Zeit und wie bewegen wir uns dann? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir vielleicht mal genau in diesen Text hineinschauen. Da heißt es nämlich, dass ihr wachsam unterwegs seid und gleichzeitig auch spürt und erkennt, wer aus Gott geboren ist, also wer mit dem Geist von Jesus Christus ausgestattet ist. Und ich glaube, dass das für uns heute ganz, ganz wichtig ist. Und da heißt es ja, wer die Gerechtigkeit tut, der ist von ihm geboren. Wir brauchen also, wenn wir uns mit Menschen treffen, begegnen, nur auch einmal genau hinschauen, wer also das Unrecht fördert, wer nicht Recht spricht, sondern wer mit der Lüge agiert, der ist sicherlich nicht auf der Seite des Glaubens und mit dem Geist Jesu Christi ausgestattet, sondern der steht bestimmt auf der anderen Seite des Antichristen.
Ich hätte es mal nie für möglich gehalten, dass es eine Zeit gibt, wo es so deutlich zu sehen ist, dass das Böse mit dem Guten streitet. Wir haben diese Situation heute und ich hoffe, dass sie sich auflösen wird. Und dann hoffe ich auch, dass wir danach eine lange Zeit des Friedens erfahren werden, auch wenn sie vielleicht noch nicht für immer kommt, so wie es im Propheten Jesaja heißt. Aber es gibt ja den Hinweis, dass wohl nach dieser schlimmen und schweren, entsetzlichen Zeit, die wir jetzt durchmachen, in der wirklich mit Lüge und Vernichtung agiert wird, dass wir dann eine fast tausendjährige Friedenszeit erleben sollten. Insofern strahlt die Hoffnung durch und das ist auch wichtig für unsere vor uns liegende Woche. Und deshalb möchte ich sagen, realistisch bleiben, nicht wie die törichten und arroganten Frauen meinen, es passiert schon nichts, wenn die Assyrer kommen, das kann uns nichts anhaben, sondern ich möchte uns allen einen wachsamen Blick geben, dass wir die Geschehnisse mitverfolgen und nicht einfach die Arme verschränken und sagen, na, das kommt schon gut. Bitte genau hinschauen, aber dann auch nicht resignieren, sondern wissen, dass es eine Zeit danach geben wird, in der Gott wieder Frieden aufrichtet. Und wenn wir jetzt Hilfe brauchen und uns vernetzen und wenn wir die Leute suchen, die mit uns auf diesem Weg auch weitergehen wollen, dann können wir nach der Gerechtigkeit Ausschau halten. Und da muss man sagen, auch da gilt es, heute genau hinzuschauen und sich nicht blenden zu lassen. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ja, eine wundervolle Landschaft. Wir haben sie am Wochenende auch ein bisschen genießen können. Ich hoffe, dass Sie auch bei sich zu Hause Oasen finden, wo Sie in dieser schweren Zeit nicht untergehen, sondern wo Sie Ruhe finden, wo Sie sich auf das konzentrieren können, was wichtig ist, auf den Glauben und auch immer zu wissen, sollte es dunkel werden, sollten Katastrophen auf uns einströmen, was ja heutzutage so deutlich ist, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten, sondern wir wissen, Gott wird dann Frieden, Gerechtigkeit und eine gute neue Zeit schaffen. In diesem Sinne, werden Sie gesund, bleiben Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche und wenn Sie mögen, schalten Sie doch morgen wieder rein bei Reinigungszeitgedanken, wenn ich Gedanken zu Losung und Lehrtext Ihnen mitteile. In diesem Sinne, auf Wiederloge. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war. Und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann, mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst
seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gottes Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch.